Willkommen zurück zu The Turing Test. This is the crew's quarters. It looks abandoned. Genau, und hier haben wir letztes Mal aufgehört. Da hinten sehen wir ein Bild von, ja, ich glaube, Kindern, oder? Ich glaube, da ist ein Junge und ein Mädchen zu sehen oder so. Und da sieht man sowas wie ein Diplom von einem Astronauten. Also wahrscheinlich so, ja, das ist so dem sein Zimmer und da so ein bisschen Bilder von Familie und sowas. Oh, ich habe es gar nicht gesehen. Don't touch, this is the fifth time. Ja, okay. Ist kaputt hier. Auf jeden Fall haben wir den letzten Part beendet. Und ja, scheint eine sehr traurige Stimmung hier zu herrschen. Scheint so, als wären alle nicht mehr da. Notice. I do not see the need for so many cameras. Tom's presence everywhere is slightly oppressive. I understand the need for a transparency, but why is he in the toilets? Okay. Ja gut, gehen wir mal geradeaus weiter, ne? Oh, hier ist eine Tür, die funktioniert sogar noch. Ja, okay, das ist nur ein gemachtes Bett, sah kurz gefährlich aus. Oh, because we care. So ein Bild, damit du, wenn man rausschaut, sozusagen aus dem Fenster, so ein Fenster darstellen und wenn man rausschaut, dass man so eine Landschaft sieht, aber eigentlich ist es fake. Oh, okay, Fußballmannschaft, Kanada. Da sieht man ein Bild von der Familie. Und ein Computer. Ohne Signal. Komischerweise sieht es aus wie bei einem Fernseher. Oh, Alkohol. Was haben wir hier? Ich weiß es nicht, aber irgendwas mit aus Kanada vielleicht. Oh, ich glaube, hier backt ein bisschen die Textur rum. Hm. Sonst noch was? Oh, ist das ein Globus? Krass. Komisch, dass diese Tür auf jeden Fall noch funktioniert. Heißt es nicht das gleiche Bild, das wir gesehen haben? Ah, ne, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Oder? Ich weiß es nicht. Also, es ist sehr sinnvoll, dass die beiden das gleiche Bild hätten. Hm. Okay. Stifte? Kann ich jetzt nicht als den Stift anschauen? Nee, nur das. Steht da was? H? Okay, das ist kein Buchstabe. Wieso kann ich den Stift hier aufheben? Da steht ja nicht mehr was irgendwie, oder? Nö. Weird. Hm. Freundschaften gebrochen? Was bist du? Ein interessanter Stein? Okay. Was ist das denn? Ashiyama. Oh, ein Tablet. Und ein Baseballschläger. Den man komischerweise so halten kann, was irgendwie nicht ganz passt von der Entfernung her, glaube ich. Huh. Okay. Chris McLean. Okay. Ich gucke hier nochmal ganz kurz, ob es dasselbe Bild war. Kam mir gerade echt so vor. Es kommt hin. Es kommt hin. Das könnte das gleiche Bild sein. Was haben wir hier? Noch eine Notiz. Strange terminals on the west side. GF oder sowas. The crater. Mhm. Ja, jetzt kann ich jeden einzelnen Stift anklicken. Was ist das denn? Dear Tom, knowing that you... Oh ne, das ist jetzt nicht. Okay, irgendwelche Formeln. Ach, der Heilige. Ist das hier? Lass ich das mal. Bild vom Hund. Ein Bild von der Blume. Den Computer kann ich nicht anmachen. Was ist das? Irgendein Gerät. Dr. Sarah Brook. Oh, Bett gemacht, auf eine Art und Weise. Auch mit so einem Because We Care Ding. Hier verschiedene Ordner. Und auch so Medikamente. Okay, die Textur ist ein bisschen weird.
Science. Vielleicht kann ich auch hier Science anschauen. Hm. Die war wohl hier die Chemikerin. Da macht Doktor. Na gut, ich muss jetzt nicht alles anschauen hier, ne? Bild vom Hund. Hat irgendwas aufleuchten sehen. Auch nochmal so ein Tablet. Oh ja, das hat gerade so komisch aufgeleuchtet. Zumindest kam es mir so vor. Aber wieder eine Menge Sachen zum Lesen. Mikhail. Oh. Oh. Das ist ein Look gut. Hm. Aber irgendwie. Oh, das ist ja total verbuggt. Da ist sogar das ganze Logo weg. Oh je. Oh, das wurde gern gemalt. Irgendwie. Ich weiß nicht, mir kommt dieses Bild sehr irgendwie bekannt vor. Ich schaue mir jetzt nicht so viele Porträts an, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so, als hätte ich das schon mal gesehen. Hm. Das hat man anscheinend echt gern gemalt, okay. Alrighty. Gucken wir uns weiter um. Irgendwie stimmt an dem Bild. Die sieht irgendwie so gefotoshoppt aus. Eine Tasse. Wie, Alter? Noch eine Tasse. Der hat Tassen gemacht. Ein Bambus. Ein Rubik's Cube. Nie gelöst. Wieder weirde Sachen, die ich mir jetzt nicht durchlesen möchte. Oh. Okay. Bei dem funktioniert's. Hä, das Face sieht weird aus. Irgendwie so, das Face selbst ist heller als der Rest. Auch noch ein Rubik's Cube, aber auch noch nicht gelöst. Eine Uhr. Die sogar funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob die gerade mit was die synchronisiert ist oder ob die einfach so ist. Oh, der hat gern Violine gespielt. Geige? Keine Ahnung. Ich weiß. Gibt ja viele verschiedene Versionen davon. Ein Bild von der Erde. Das ist gut. Erinnert wieder ein bisschen an Portal. Okidoki. Haben wir uns alle angeschaut, gell? Dann gehen wir mal weiter hier. Wir wollen ja schließlich noch irgendwas Rätselmäßiges in diesem Part haben. Ich sehe schon, 10 Minuten sind schon vorbei und... Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Okay. Also, 10 Minuten vorbei und wir haben erst jetzt unser erstes Rätsel für heute. Das ist aber gar kein Problem. So, ich hab jetzt schon kurz falsch ge- Oh, was ist das? What are you? Wieso kann man das denn? Hm, weird. Ich weiß nicht, warum man das da zurücksetzen kann. Vor allem hätten wir ja gar nicht erst hier hoch müssen. Oh, ich hoffe, das trifft noch. Ernsthaft? Oh, Mann. Jetzt aber. Müssen wir da rein, das rausziehen, das fällt runter. Das war schon wieder knapp. Und jetzt hier rein. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa. As the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes,
It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers, apparently, outweigh the risks. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Okay. Bisschen weird, aber gut. Hallo, ich gehe ja gar nicht. Hallo, ich hab's ursprünglich. Hatte eine Idee gehabt und die war sogar richtig, aber ich hab's gedacht, das wäre dann falsch. Und zwar muss ich das hier reintun, dann nehme ich das hier mit, kann nämlich hier. Hä? Nope, that doesn't solve the problem. Hä? Ah doch, 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 doch. Doch tut's. Ich nehme jetzt das Teil hier. Da geht es jetzt zwar zu. Jetzt kann ich aber zurückgehen und mir das Teil holen. Oh mein Gott. Fast runtergelaufen. Und was jetzt so machen? Wait a second, this doesn't solve the problem again. Was mache ich jetzt? Warte, ich gebe mal das Teil hier. Ah. Jetzt haben wir's. Okay. Doch ein bisschen komplizierter, als ich ursprünglich dachte. Heißt, kann ich das nämlich mitnehmen. Das dann da oben hier einstecken, in diese Türe. Kann hier rein und mir das da unten gönnen. Und machen wir hier und dahin. Brauche ich das hier nämlich nicht mehr und ich kann darüber. Und das A aktivieren. Let's go. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window, do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Hat's up? Okay. Naja, mir noch mein. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Habe ich jetzt? Ich hab's irgendwie, im Sinn habe ich nicht verstanden, worum es hier ging, in diesem Rätsel und irgendwie, aber warte. Ah. Zack, zack, let's go. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human?
Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking. Creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process. Whether that is the process of evolution or a computed process. Hä? Ah, lol, ich hab dich nicht gesehen, du. Jetzt geht es, lol. Okidoki. Ich war gerade verwirrt, warum manchmal das Ding aufgeht, manchmal nicht. Das ist auch sowas wie eine Kamera. Du da. What you doing, man? What you doing? Was ich jetzt machen muss, ist, die Kamera zu blockieren, wenn ich da rein möchte. Das heißt, warte, ich muss so machen. So, zack. Und jetzt muss ich da die anderen beiden drauf basteln, wie Minecraft-mäßig. Und dann kann sie nicht mehr drauf schauen. Hoffe ich. Das ist kreativ. Und guck, er sieht mich nicht mehr. Nice, okay. Hoch da. So, dann haben wir jetzt wieder so eine witzige Situation wie letztes Mal. Oder war das nur so eine Ausnahme? Oh, guck mal, was wir da haben. Ein Secret Room. Ah, da kommen wir nicht hin. Okay, wir haben wieder einen Computer. Okay, das ist creepy. Das ist creepy. The Universe Machine Epsilon. Was haben wir hier? Lol. Bin im Game drin. Ach du holy cow, Alter. Was für ein Trip ist man hier? Alter, wie macht man sowas? Das sieht ja voll cool aus. Hey, ich fall langsam runter, lol. Das hört sich dann jetzt wie ein Roboter. Hey, lol. Ich habe immer noch die Fähigkeit. Warte mal, das heißt, ist es eine Simulation der Vergangenheit? Ich kann da das rausnehmen. Man muss hier Rätsel lösen. Okay. Oh, ich bin ein Roboter. Das ist doch das Thema gewesen, was letztes Mal war. Ist das ein Test fürs Auge oder sowas? Aber auf jeden Fall ist ja gerade die Idee, so die Rede davon, ja, dass ein Roboter diese Tests ja nicht machen kann. Aber, da ich ja jetzt den Roboter sozusagen steuere, kann ich das nur... Was ist? Weird. Okay. Das gegen Ende war es ein bisschen creepy. Machen wir weiter. Ja, mach das mal weg. Mach das nicht weg. Da hinten ist, glaube ich, irgendwas. Muss ja doch da durch, oder nicht? Ich kann das ja nehmen, aber... Dann schließe ich das zuerst wahrscheinlich, so, jetzt kannst du mir das geben. Oder so. Nee, ich geh jetzt nicht ganz, aber ist mir egal. Gib das daher, mach's da rein, geh da durch. Nimm ich mit! Oh mein Gott, das... Was haben wir hier? Es funktioniert immerhin ganz. Ja, das reicht. Um da rüber zu kommen. Ich habe übrigens im letzten Part gesehen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt reinschneiden kann oder nicht,
Aber ich habe gesehen, da ist in einem Raum, in einem großen Raum, wo es am Rand solche Fenster gab, wo ich gesagt habe, ja, ich wusste gar nicht, dass da ein Gang ist oder irgendwie sowas. Habe ich gesehen, als ich den Raum betreten habe, da ist irgendjemand gelaufen. Irgendeine Figur. So ähnlich wie hier, nur in dem Fall musste ich, glaube ich, da tatsächlich lang. Und ich weiß nicht, ob es ein Alien war oder sowas, aber ich hatte gesehen, dass da eine Figur war. Also so eine Art Easter Egg, könnte man sagen. Und jetzt? Ich geh mal rein. Cool. Achso, ich brauche so ein Teil, das ist immer activated und deactivated. Okay. Ich kann das mir irgendwo herholen. Von da hinten. Ah nein, das ist ein ganzes. Das darf ich nicht, weil das bringt nichts, dann ist es eine zu und das andere offen für immer. Ich brauche das da. So. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Holy cow, Alter. That escalated. Really quickly. Hä? Warte mal, wozu? Ah, nee, hä? I don't get it. Why do I need this? Also ich gehe mal davon aus, dass ich das Ding da drauflegen muss, aber inwiefern bringt es mir, wenn ich das Teil darüber tue? Ah! Hab mich schon gewundert, wozu das überhaupt da ist. Okay, now I gotcha. So, das heißt, ich gehe jetzt da durch. Mach das Ding dahin und lass es dann fallen. Nice. Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them, or anyone actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Okay. Haben wir irgendwo ein blaues? Wie funktioniert denn das hier? So funktioniert das. Can I get a blue one anywhere? Ich kann mir gut vorstellen, dass da oben wieder irgendein Viech gelaufen ist. Weil es sieht nicht so aus, als wäre das ein Ort, wo man hinkommt. Hä? War das was? Wozu muss ich die Dinger drehen? Keine Ahnung. Oh. Achso, ja, wow. Achso, ich muss doch da hoch, okay. Wow. Krasses Rätsel. Du musst da hoch und dann gehe ich da hoch und ich kann doch nicht hoch. Ich habe mir gerade vorgestellt, da wäre eine Trap. Naja. Einfach ein bisschen cheaten. Oh, jetzt ist grün. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I apparently was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Aha. Hä, wozu ist das denn? Ist doch eine Leiter. Die Richtung. Was machst du? Ah, ich kann jetzt hier rein. Und da muss was hin. Okay. Ich kann ja aber so machen. Hä? Wieder keine Ahnung, wozu das da ist. Hallo? Und dahin. Was machst du? I don't know. Oh, Leute. Ja, ganz ehrlich. Ich bin ja echt ein Idiot. Man muss das Ding hier mit hochtun, weil ich kann ja damit nicht die Leiter hochklettern. Dann, es hat schon seinen Sinn, warum man diese Tür öffnen kann. Damit man mit dem Teil da durch kann.
Jetzt habe ich das aktiviert. Jetzt kann ich das darüber machen. Und kann da durch. Warum spielt wieder die traurige... traurige Musik von davor? Ah. So, okay. Warum spielt die traurige Musik wieder? Weiß nicht. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. Warum ist es so einfach? Irgendwie. Ich versuche jetzt immer auf solche Orte zu achten, weil ich habe letztes Mal wirklich jemanden gesehen und das möchte ich jetzt gucken, ob das auch wirklich jedes Mal so ist oder ob das so ein einzelnes Easter Egg, okay. Ob so ein einzelnes Easter Egg war. Hä? Wo fahren kann man die Dinger anscheinend? Was bringt es denn? Ich bin hier nicht Mario, der Meter hochspringen kann. Jetzt bringt mir nichts. Ach so, lol, mir bringt es immer noch nichts. Doch, jetzt habe ich verstanden. Oh my goodness, okay. Warte, ich muss es ja aber tiefer machen. Und so auf die Höhe. Oder so. Ja. Lol, ist eigentlich voll das gute Rätsel. Habe ich gar nicht gedacht. So, zack. Kann ich mich hier drauf, nehme das hier weg, mach das hier hoch und dann komme ich hier wieder hoch. Okay. Und nach da oben. Nice, das Rätsel. Oh, guck mal, wir sind schon im nächsten Gebiet. Aber was hier abgeht, das sehen wir erst im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.